Hey Lilly, bringst du die Babys in die Schule? Es ist sehr sonnig heute. Du solltest eine Sonnenbrille aufsetzen. Pass auf, Lilly. Seid ihr alle okay? Es wäre wohl am besten, wenn du die Babys rauslässt. Oh nein, deine Rampe ist kaputt. Oh, hey Tom, kannst du Lilly helfen? Die Babys müssen in die Schule. Tom, schaust du dir an, was du reparieren musst? Es sieht so aus, als braucht Lilly eine neue Rampe. Oh nein, Lillys Stoßstange ist auch kaputt. Es wird Zeit, sie zu reparieren, Tom. Als erstes kümmern wir uns um die Rampe. Hi, Babys. Die Rampe ist wieder voll einsatzbereit. Yay! Perfekt gemacht. Jetzt wird es Zeit, Lilly eine neue Stoßstange zu suchen. Welche würde Lilly wohl passen? Die sieht ein bisschen klein aus, Tom. Gut ausgesucht, Babys. Lillys Stoßstange muss jetzt noch festgeschraubt werden. Schon fertig. Lilly, es wird jetzt Zeit, die Babys in die Schule zu bringen. Aber bevor du gehst, hat Tom noch eine kleine Überraschung für dich. Eine Sonnenbrille, natürlich. Lilly, jetzt kannst du auch alles sehen, wenn die Sonne draußen ist. Lass uns mal sehen, wie die neue Rampe funktioniert. Sie funktioniert super. Vielen Dank für alles, Tom. Sonnenschutz ist sehr wichtig. Lilly, gefällt dir deine neue Sonnenbrille? Was ist los, Lilly? Super, Lilly. Du hast die Bananenschale gesehen. Job perfekt gemeistert, Lilly. Oh, hier ist Mathilda das Polizeiauto. Wie sagt Krokomeil? Krokomeil, es ist böse zu stehlen. Hey! Sei vorsichtig! Mathilda, bist du okay? Autsch! Das muss wehtun. Hey ho, Tom! Mathilda hat sich verletzt. Bekommst du sie wieder hin? Mathilda, Tom ist ein Experte im Reparieren. Er wird dich abschleppen und in seine Garage bringen und dich im Nu repariert haben. Schicke Garage! Was sollen wir reparieren, Tom? Mathildas Stoßstange ist gebrochen. Und wir sollten ihren Seitenspiegel reparieren. Okay, du weißt, was zu tun ist, Tom. Lass uns mit der Stoßstange anfangen. Ist das die richtige Größe? Ja, das ist besser. Super Job! Was gibt es noch zu tun? Gute Idee, Tom. Lass uns für Mathilda einen neuen Seitenspiegel finden. Besser, nicht wahr? Super. Perfekt, Tom. So gut wie brandneu, Mathilda.
Kann Mathilda wieder losdüsen und den Verbrecher schnappen, Tom? Was ist los, Tom? Du hast etwas, um das Polizeiauto noch sicherer zu machen? Aha! Ich hab's kapiert. Es ist ein Airbag. Jetzt schnappen wir den Dieb. Oh, Coco Mile ist hier. Vorsicht, Leute! Wow! Dein Airbag funktioniert wirklich, Mathilda. Coco Mile, du bist verhaftet. Guter Job, wie immer, Tom. Bis bald. Hallo, ihr alle. Oh, ihr baut einen Eisstand? Super cool. Hi, Bagger Edna. Du brauchst diese Rohre? Oh, pass auf mit der Matschspitze. Oh, oh. Jetzt steckst du fest. Komm schon, Edna. Du schaffst das. Geschafft. Aber jetzt bist du voller Matsch. Aber kannst du überhaupt was sehen bei all dem Matsch? Pass auf. Wir sollten diesen Dreck loswerden, Edna. Lass uns zu Toms Garage fahren. Aha, Dreckspatz Edna. Oh, oh. Vorsicht, Edna. Hi, Tom. Ich glaube, Edna braucht eine gute Autowäsche. Was ist deine Diagnose, Tom? Da ist wirklich klebriger Matsch. Überall verteilt. Und wir müssen den Matsch aus dem Gesicht entfernen, damit Edna wieder sehen kann. Bereit, Edna? Oh, das ist eine Menge Wasser. Okay, dann geht's weiter in den nächsten Raum. Wow, so große Schwämme. Edna, wo bist du? Ich kann dich vor lauter Wobbels gar nicht mehr sehen. Und weiter geht's. Du hast so einen schicken Seifenblasenhut. Und ganz zum Schluss, der Trockner. Angenehm, oder? Yay, das war die perfekte Autowäsche, oder? Edna, kannst du jetzt wohl weiterarbeiten? Aber hast du keine Angst, wieder dreckig zu werden? Oh, eine Schutzbrille. Super Idee. Jetzt bist du bestens ausgestattet. Los geht's, Edna. Coole Sonnenbrille. Super Job, Edna. Es ist sehr wichtig, diesmal vorsichtig zu sein. Oh, oh. Billy, da ist viel Farbe in deinem Eimer. Sei vorsichtig. Oh nein, sie sind mit Farbe bedeckt. Zumindest sind deine Augen sauber. Bis bald und immer dran denken. Sicherheit geht vor. Hey, Marley, machst du dich bereit für die Monster Truck Show? Wow, das war eindrucksvoll. Vorsicht, Marley, das sieht gefährlich aus. Was macht Marley da? Er kann doch nicht nur auf zwei Reifen landen. Bist du okay, Marley? Das war ein schlimmer Unfall. Hast du das gesehen, Tom? Ist dir das peinlich, Marley? Wir machen alle Fehler. Komm, schlepp dich zu seiner Werkstatt, um dich wieder zu reparieren. Schon da. Dann lass uns mal einen genauen Blick auf dich werfen. Dieser Reifen hier ist komplett platt.
Du hast Glück gehabt, Marley, dass du nicht wirklich schwer verletzt bist. Das sind eine Menge Beulen, Tom. Kannst du sie wieder ausbeulen? Er braucht unbedingt eine neue Stoßstange. Kannst du mal deine Lichter anmachen, Marley? Sieht so aus, als müsste das komplette Frontlicht ausgetauscht werden. Wo fängst du an, Tom? Halt still, Marley. Das könnte ein bisschen wehtun. Warte, das ist viel zu klein. Das ist immer noch zu klein. Richtig, Tom? Der ist perfekt. Yay! Da, das ist unglaublich. Die Stoßstange ist beinahe schon ab aufgrund vom Unfall. Die sollte leicht zu entfernen sein. Eine Monster-Stoßstange für einen Monster-Truck. Das sieht fantastisch aus. So glänzend. Zeit, den kaputten Scheinwerfer auszutauschen. Da ist dein neuer Scheinwerfer, Marley. Einfach nur perfekt. Und was kommt jetzt, Tom? Oh ja, all die Dellen müssen raus. Und jetzt ein bisschen Lack für die Kratzer. Yay, du bist fertig. Aber hey, Tom hat noch eine Spezialüberraschung für dich. Ein Trampolin. Marley, du bist jetzt imstande, unglaubliche Stunts zu machen, ohne Schaden zu nehmen. Lasst uns Marley in Action sehen. Er wird diesmal auch ein bisschen vorsichtiger sein. Wow, ein Rückwärtssalto. Schaut euch Marley auf dem Trampolin an. Was für eine unglaubliche Show. Bis bald, ihr alle. Hey, Gary. Zeit, den Müll einzusammeln. Sei vorsichtig. Der nächste Eimer ist wirklich voll. Oh, du denkst, du bist so stark. Ich hab dir gesagt, sei vorsichtig. Oh, oh. Uah, du bist voller Müll. Das riecht wirklich nicht gut. Tom, riechst du gar nichts? Uah, Gary hatte einen Müllunfall. Er braucht eine gute Autowäsche. Weißt du zufällig, wo er sie bekommen kann? Keine Sorge, Gary. Du brauchst nur eine gute Dusche und wirst gleich wieder toll riechen. Na, dann lass uns dich mal anschauen. Sieht so aus, als hättest du Bananenschalen auf dem Kopf. Und Matsch auf deiner Frontscheibe und deinen Spiegeln. Gary, da sind auch noch ein paar Pizzareste auf deinen Reifen. Lass uns Gary schön sauber machen. Bist du kitzlig, Gary? Gute Arbeit. Lass uns diese Pizzareste entfernen. Ups, ich glaube, wir haben zu viel Schaum. Sieht so aus, als ob Gary es genießt. Jetzt die Wischer. Gute Wahl, Tom. Die werden den Matsch super schnell entfernen. Du bist beinahe fertig. Du funkelst wie ein Stern, Gary. Tom hat noch eine Überraschung für dich, Gary. Parfüm. Gute Idee, Tom. Gary riecht jetzt wie eine Blumenwiese. Hey!
Gary nicht fantastisch? Yeah. Hey. Hi, Crocomile. Hey. Ein wunderschöner Tag, nicht wahr? Du solltest ein bisschen langsamer fahren und ihn genießen. Was machst du da? Das ist gefährlich. Warte, bis die Ampel auf grün springt. Oh nein! Pass auf! Crocomile, bist du okay? Du brauchst die Hilfe von Abschleppwagen Tom. Crocomile hat nicht auf die Straßenverkehrsordnung geachtet und einen Unfall gehabt. Er braucht eine Rundumreparatur. Crocomile, hast du nicht gesehen, dass du auch andere Autos hättest verletzen können? Mach das nicht noch einmal. So, dann lass uns dich mal reparieren. Keine Sorge, Croco. Du hast dir deinen dritten Wirbel verletzt. Halt still, da ist noch mehr. Eins von deinen Frontlichtern ist kaputt. Tom, ist dir noch irgendetwas aufgefallen? Crocomile fehlt noch eine Radkappe. Okay, Zeit loszulegen. Welche Größe ist wohl die richtige für Croco? Medium? Klein? Oder sehr groß? Du hast recht. Der wird passen. Ey. Fühlst du dich besser? Tom, bitte gib uns eine goldene Radkappe. Das ist rot. Das ist lila. Ja, die ist gold. Lass uns nicht das Frontlicht vergessen. Welches Frontlicht ist wohl gut für Croco? Genau, das Runde. Super, du bist fertig. Fühlst du dich jetzt besser, Crocomile? Tom hat noch ein Überraschungsgeschenk für dich, Croco. Keine Sorge, Croco. Das ist doch nur ein Geschenk. Das wird dich daran erinnern, nicht zu schnell zu fahren. Lass es uns mal ausprobieren. Das Horn wird pupen, wenn du zu schnell fährst. Oder nicht bei Rot anhältst. Bye, Tom. Gute Geschwindigkeit, Crocomile. Ist dir jetzt klar geworden, warum es so wichtig ist, die Geschwindigkeit einzuhalten? Crocomile, du musst bei Rot stehen bleiben. Aufmerksamkeit ist ein wichtiger Teil von Straßensicherheit. Yay! Du hast den Test bestanden. Hey, Tom. Schaust du dir das Rennen an? Mathilda gewinnt. Jerry sieht darüber nicht glücklich aus. Wow, er ist wieder im Rennen. Jerry, alles okay mit deinem Motor? Nicht mehr Gas geben? Oh, oh. Mathilda, Jerry möchte eine Revanche. Dein Motor hat komplett den Geist aufgegeben, Jerry. Tom, kannst du das reparieren? Der Motor ist komplett überlastet. Und dein Frontlicht muss ausgetauscht werden. Und diese Kratzer müssen lackiert werden. Sei geduldig, Jerry. Lass uns mit dem Einfachsten beginnen. Mit dem Frontlicht. Welcher ist wohl der Beste für Jerry? Test es doch mal aus. Nicht so schnell. Dein Motor muss immer noch repariert werden. Oh oh, der Motor ist kochend heiß. Welcher Motor passt zu Jerry? Wow, der hat Power. Jetzt müssen wir noch die Kratzer lackieren. Welche Farbe nehmen wir für Jerry? Was für eine künstlerische Arbeit, Tom. Du siehst brandneu aus. Nicht so schnell. Tom hat noch etwas für dich. Was hast du da, Tom?
Oh, ah. Düsen. Zeit zum Rennen zurückzukehren. Lasst uns sehen, wer der Schnellste ist. Mathilda führt wieder. Es wird Zeit, deine Düsen zu verwenden. Das ist eine gefährliche Kurve. Runter vom Gas. Oh nein! Mathilda verliert die Kontrolle. Bist du okay? Beim Rennen geht es darum, Spaß mit deinen Freunden zu haben. Hier kommt ein sehr hungriges Baby. Chili möchte dein größtes Eis haben. Er ist nicht beeindruckt. Sieht so aus, als möchte Chili noch mehr. Das Baby hatte schon genug Eiscreme. Ich glaube, du solltest es ihm verweigern. Oh, Carrie. Sagst du denn niemals nein? Carrie, das ist viel zu viel. Ups. Bist du okay? Du kannst nicht die beste Eiscreme in Car City servieren, wenn du selber komplett damit voll bist. Du solltest Toms Waschanlage aufsuchen. Carrie konnte nicht Nein sagen zum Baby. Jetzt braucht sie eine Dusche, Tom. Vanilleflecken? Kein Problem. Aber Erdbeerflecken sind hartnäckig. Die brauchen besondere Aufmerksamkeit, Tom. Einige Eiscremekugeln sind gar nicht geschmolzen. Das könnte herausfordernd werden. Lass uns dich waschen. Carrie ist super aufgeregt wegen der Wäsche. Das sieht jetzt schon viel besser aus. Das ist zu viel Seife. Da wird's Zeit für die Dusche. Pass auf, Tom. Das Wasser ist eiskalt. Viel angenehmer, nicht wahr? Keine Sorge. Das sind nur die rotierenden Lappen. Die Vanilleflecken waren einfach. Aber die Pistazien- und Erdbeerflecken, die werden echt hart. Achtung, der Schwamm könnte kitzeln. Der Pistazienfleck muss noch ein bisschen mehr geschrubbt werden. Endlich! Und jetzt dein Lieblingsschritt, Carrie. Das Föhnen. Vielen Dank für diese super tolle Wäsche, Tom. Carrie kann jetzt wieder losfahren und die beste Eiscreme in Car City verkaufen. Warte, Tom hat noch etwas für dich. Eine Schürze. Das ist super. Wow, eine magische Schürze. Das ist ja noch besser. Bis bald. Hier ist dein Lieblingseis. Na klar, Chili möchte mehr. Das ist genug Eis für heute. Siehst du? Das war einfach. Die magische Schürze hat dich vor neuem Dreck bewahrt.